Sind die neue Partei hier? Nein. Bin ich wohl. Aber wenn Sie so da beim Feldboden sind, ja, ist nicht das Internet, ist das Bewegen. Ja, das ist jetzt halt auch. Wo sieht man? Ja. Ist ganz ecke der Tiefe. Wenn der Wind so steht vom Süden, dann hören wir so stark oder landen wir auf dem Feuer. Das hören wir aber seit ja zu 2 Jahren ja nicht mehr. Schönefeld, ne? Ja, schon Schönefeld. Ja, ja. Ja, aber so. Wir haben den Plan gesehen, also den Schnittplan. Ich kann keine Wange haben. Na, Ich werde eben nicht. Du sammelst fürs Volksbegehren Energie, was ist denn das? Erzähl mal. Achso, du nimmst jetzt gerade auf? Ja, live, Internet. Live ist ja cool. Ja, ja, ist für die Rekommunalisierung der Stromnetze, weil momentan gehört das halt noch Vattenfall. Und wir wollen halt, weil alle 13 Jahre laufen die Konzessionsverträge aus. Und deswegen wollen wir Stadtwerke gründen. Das ist aber ein Unterschied zu BWAG. Früher, sondern diesmal ist es halt wirklich vergesellschaftet, sollen Stadtwerke sein, die demokratisch, ökologisch und sozial sind. Es darf kein Atom- und kein Kohlestrom mehr über die Stadtwerke eingespeist werden, sondern halt nur noch dezentrale, was ganz wichtig ist, nicht zentrale, sondern dezentrale erneuerbare Energie. Genau, und mit dem Geld, was man dafür bezahlen muss, um sie zurückzukaufen, das ist, kriegen wir über diese Netze wieder rein. Also, genau. Super, ja. Also kein Problem. Es gibt bald auch einen Camp, habe ich gehört, ne? Ja, für Sammler. Voll cool. Ja. Da können halt Jugendliche aus ganz Deutschland oder aus Spanien oder weiß ich woher kommen. Und die können halt kostenlos dort wohnen, kostenlos essen. Und genau, und dann halt gehen die halt tagsüber sammeln. Also morgens frühstücken sie, dann gehen sie sammeln, dann kommen sie zurück, dann essen sie Mittag, dann gehen sie wieder sammeln und abends machen sie dann halt ein bisschen. Und Anreise wird auch bezahlt? Das glaube ich jetzt nicht. Okay. Aber Leute, das ist ein super Angebot. Ne? Hier Unterschriften sammeln, Jute tun hier für Berlin, fürs Netz. Ja, und ja, tolle Leute kennenlernen. Kost und Logis ist frei. Und nur so können wir auch wirklich erneuerbare Energie vorangehen, wenn uns die Netze gehören. Wenn wir uns die Netze nicht gehören, dann können wir es vergessen. Danke. Jo. Sehr cool, Leslie. Thank you.